Und herzlich willkommen, ich bin Alpenex und ich begrüße euch zu Star Wars Jedi Fallen Order. Und wir machen weiter. Entschuldigung. Oh, ich kann meditieren hier. Das nehmen wir gerne in Anspruch. Eben mal kurz die Stims alle auffüllen und Energie wieder voll. Und dann können wir auch ein Fertigkeitspunkt verteilen. Gruppen verlangsamen. Zwei Fertigkeitspunkte. So, das ist dieser Sprinthieb. Den habe ich jetzt mal geskillt. Schon, BD. Ich hätte ihn bestimmt wieder hochfahren müssen. Zurück komme ich nicht, ne? Nein. Scheiße. Wer ist das? Ziel in Reichweite. Drücke vor, um Sichtkontakt zu erhalten. Okay. Oh, ey Gott. Systeme fallen aus. Sie werden es bereuen. Upgrade. Bereit für eine Seilrutsche? Hui. Mit dem Motor müsste es gehen. Wie ist es denn? Ah. Muss dein Weg zum Grab sein. Oder auch nicht. Doch. Tatsächlich. Hast du noch Strom über, BD?
So. Das war ein Stück vorbei. Sagen, wenn du das überlebst, ne? So. Oh. Arschmade. Der war nicht ohne. Ein Werkzeugkasten. In Eile zurückgelassenes Werkzeug. Die Arbeiter sollten Relikte finden und scherten sich kein Stück um die Geschichte. Ja, lieber mal nachgucken, nicht dass er auf einmal weg ist. Kann ich nicht lang laufen, oder? Ausprobieren. Nein. Okay. Kann ich die Wand nicht greifen? Denn gerade nicht getan. Heieieiei. Ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht.
Aha. Okay. Na gut, dann geht's halt hier lang. Cal Kestis. Oh shit. Wie berechenbar. Oh ja. Ich kenne deinen Namen. Dein Leben. Und was viel wichtiger ist, ich weiß von Cordova. Sag mir, wo hat er das Holocron versteckt? Großartig. Bleib stehen. Dein Untergang rückt näher. Das war gar nichts. Ei, ei, ei. Bist du wirklich ein Jedi? Das ist viel zu einfach. Ich vernichte dich. Alter, was geht mit der? Gar nichts. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Das ist zu einfach. Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Boah, ey. Die ist übel. Du lernst dazu? Nicht so begabt wie Sears letzte Schülerin, aber nicht schlecht. Sag bloß, du hast mitgezählt. Ach, sie hat nichts gesagt. Sear konnte noch nie ein Geheimnis für sich bewahren. Und du kennst sie so gut, was? Oh. Sie war schwach. Zerbrochen an der Folter des Imperiums. Sie gab die Position ihres naiven Padawan preis. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen,
Sie hat mich verraten. Du bist Triller. Leibhaftig. Ich lass mich von dir nicht manipulieren. Bist du dir da sicher? Sie hatte die Wahl, sich selbst zu schützen oder ihren Padawan. Sie wählte Eigennutz. Sie wird auch dich verraten. Weißt du, ich kann auf mich aufpassen. Kannst du dieses Risiko denn eingehen? Deine neue Meisterin trägt große Dunkelheit in ihr. Ihr Blick, als sie sah, was sie mir angetan hatten, wie ich jetzt bin. Sie wandte sich ab. Ihre wahre Natur kam hervor. Sie nutzte die dunkle Seite. Sie hat sich aber von der Macht gelöst. Oh? Wann wird sie einknicken und auch dich verraten? Sie willst du neben dir haben, wenn du das Holocron findest? Was würde Jarrow T'Pol sagen? Du hast kein Recht, seinen Namen auszusprechen. Ich frage mich, was würde er jetzt über seinen Padawan denken, der im Schatten mit einer Verräterin paktiert? Ihr Zugang gewährt zu einer Legion beeinflussbarer Schüler. Nein. Niemand wird sie korrumpieren. Ja, so habe ich auch mal gedacht. Okay. Danke für die Hilfe, BD. Du hast mich gerettet. Und uns näher zum Grab gebracht. Okay, doch nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwo eine Truhe. Konnte er da was scannen? Ah, okay. Das ist das Licht, was da drauf reflektiert. Okay. Wir sind da. Es ist anders als das andere Grab. Keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Ich hab's. Aber Sia. Warum habt ihr nichts gesagt? Weil sie eine Lügnerin ist. Du. Wie? Ich habe den Funk in dem Moment umgeleitet, als du sie kontaktieren wolltest. Das Hacken verschlüsselter Nachrichten war früher eine Art Hobby von ihr. Sie hat's mir beigebracht. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Es gibt keine Technik von Seer, die ich nicht perfektioniert habe. Boah, das war schon knapp, ey. Thank you.
Ich hoffe nicht, dass hier schon wieder so heftige Rätsel sind. Lass mal sehen. Mein Freund, diese Geräte simulieren die Schwerkraft dieses Planeten. Ich bin sicher, das ist ein Leitmotiv. Okay. Dir läuft die Zeit davon. Wofür? Meine Späher haben hinten im Grab ein interessantes Artefakt entdeckt. Ich studiere es gerade und lüfte seine Geheimnisse. Cordova hatte wohl einiges für diese Sepho übrig. Vielleicht genug, um das Holocron in ihren Gebeinen zu verstecken. Ja, mal sehen, was du rausfindest. Okay. Der macht die eh alle. Ah, also. Alles klar. Autsch. Das war ein Schlag noch. Mann. Ein Relikt aus dem alten Sepho. Ich spüre große Eitelkeit und Prunksucht in dieser Phase ihrer Geschichte. Was hast du da? Greasy Kreuzer. Wollen wir mal sehen. Find das hier geiler. So. Aber in der nächsten Folge gehen wir dann hier durch und machen hier weiter. Und ich würde sagen, das war's für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.